Wirtschaftliches Fahren besteht darin, dass man eine Fahrstrecke effektiv zurücklegt, das Fahrzeug entsprechend kontrolliert, seine Emotionen beherrscht sowie die Verkehrsregeln bewusst beachtet. Wir beweisen, dass eine sparsame Fahrweise hilft, Kosten der technischen Überprüfungen zu senken und die Lebensdauer von Fahrzeugbauteilen zu verlängern. Überdies zeigen wir auch, dass es sich dabei um so eine Fahrtechnik handelt, die zum sicheren Fahren ohne negative Emotionen beiträgt und Müdigkeit des Fahrers lindern lässt. In einer Weile werden wir bergab fahren. Ich schalte also den Tempomaten aus, nutze die Fahrzeugmasse und die kinetische Energie. Dank der Ladung und der entsprechenden Geschwindigkeit wird das Fahrzeug vorwärts geschoben. Ich kann eine ziemlich lange Strecke weiterfahren, ohne Gas zu geben. Jetzt komme ich an eine Ampel mit rotem Licht. Frühzeitig deaktiviere ich den Tempomaten und verlangsame so, dass ich nicht anhalten muss. Dabei benutze ich den Retarder, der ein hydrodynamisches Getriebe ist und mit Öl arbeitet. Im Gegensatz zu den Bremsklötzen, Scheiben und der gesamten Bremsanlage wird er eine verschleißfreie Dauerbremse genannt. Wie Sie sehen, wer vorausschauend fährt, kann unnötiges Anhalten vermeiden. Ohne zu stoppen, haben wir abgewartet, bis die Ampel auf Grün wechselt. Versuchen wir immer, einen entsprechenden Abstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Wer zu dicht fährt, kann kein gleichmäßiges Tempo halten. Man muss plötzlich bremsen und beschleunigen, weil es schwierig ist, die Absichten des Fahrers vor uns vorauszusehen. Dadurch fährt man nervös und verbraucht mehr Kraftstoff. Wenn wir einen größeren Abstand halten, entscheiden wir selbst, in welchem Tempo wir fahren wollen. Somit wird unsere Geschwindigkeit unabhängig von anderen Fahrern. Manche denken, dass sie in einen Lufttunnel geraten, wenn sie hinter einem Fahrzeug, besonders einem LKW, fahren und dadurch Sprit sparen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Sowas wäre nur unter speziellen Forschungsbedingungen möglich, wenn der Fahrstil durch keine anderen Faktoren beeinflusst würde. Normalerweise ist es nicht möglich, weil es auf der Straße zu viel auf einmal passiert und wir keine perfekte gleichmäßige Fahrt planen können. Nur der erste Fahrer in einer Reihe von Fahrzeugen kann die Straße gut sehen, die aktuelle Verkehrssituation entsprechend bewerten und in seinem eigenen Tempo fahren. Demnach fährt jeder weitere Fahrer, der einem anderen folgt, nicht mehr fließend. Alle anderen müssen ihre Geschwindigkeit an das erste Fahrzeug anpassen.